Ja, herzlich willkommen zum heutigen Meeting. Heute geht es um, was hält oder lenkt dich von deinen Zielen ab? Noch einmal herzliche Gratulation jetzt auch an den Klaus Sirowatka, jetzt in der Aufnahme den Direktor angemacht. Also herzliche Gratulation, das ist schon ein großer Schritt. Gibt es eigentlich nur mehr einen Rang drüber und dann halt einige Sterne, die man sich so holen kann. Das heißt, immer mehr Einkommen, aber ich weiß von dir auch, Klaus, du hast da das Ziel gesetzt und wir haben ja jede Woche unser Meeting am Freitag um 8 Uhr in der Früh, wo wir telefonieren oder uns treffen. Und du hast immer gesagt, der 24. Jänner, dann da hast du das. Das ist ganz klar. Und hättest du dir dieses hohe, große Ziel nicht gesetzt, dann wäre es nicht passiert. Du hast das am 26. erreicht und ich sehe das absolut nicht als Ziel verfehlt, sondern Ziel erreicht 2 Tage später. Mein Navigationssystem im Auto bringt mich fast nie zu der Minute, was am Anfang anzeigt, zum Ziel, sondern meistens um ein paar Minuten später, egal wo ich hinfahre. Und wichtig ist ja nur, dass man ans Ziel kommt und du hast gezeigt, dass es möglich ist. Und genau um das geht es ja heute auch. Was hält oder lenkt dich von deinen Zielen ab? Vielleicht willst auch du dann ein paar Worte sagen. Ich möchte nur eingangs ein paar Sachen sagen, was alles vom Ziel ablenken kann und du wirst erkennen, dass du dich in jedem dieser Ablenkungsmanöver wahrscheinlich zu 100% irgendwann einmal gefunden hast. Was lenkt uns am meisten ab? Das Erste ist einmal, dass die meisten gar keine wirklichen Ziele haben. Wenn keine Ziele da sind und nicht attraktiv genug ist, etwas in seinem Leben zu verändern, dann setzt man sich ja nicht hin und macht die richtigen Dinge und dann setzt man sich ja nicht hin und setzt sich ein Ziel. Dann kann man auch nichts erreichen. Das Zweite ist sicherlich, nicht nur das Emotionale vom Ziele setzen, sondern auch, wie viel Zeit investiere ich, um diese Ziele überhaupt erreichen zu können. Das heißt, wie schaut mein Kalender aus? Welche Zeiten sind klar definiert, ganz klar für diese Zielerreichung? Und das Dritte, was ich mir aufgeschrieben habe, sind die Ausreden. Was lenkt uns am meisten ab? Die vielen Ausreden. Ich habe heute keine Zeit gehabt. Jeder hat 24 Stunden, also jeder hat die gleiche Zeit zur Verfügung. Ausrede, naja, wenn es heute nicht passiert oder morgen nicht passiert, ist auch schon egal. Irgendwann wären es vielleicht die 10.000. Manche setzen sich die Ziele sehr, sehr weit weg. So 2030 werde ich 10.000 Euro im Monat verdienen. Ja, da habe ich so lange Zeit, dass ich heute nicht beginnen muss. Puh, zum Glück. Ich muss heute gar nichts machen und morgen auch nicht und die nächsten 3 Jahre auch nicht. Und vielleicht kommt dann eh was dazwischen, wo ich noch eine bessere Ausrede habe, dass ich 2030 nicht reich sein muss. Wir glauben, wir machen es wirklich für jemand anderen. Absolut nicht. Wir machen es für uns. Und wenn man Entscheidung trifft und dann auch die richtigen Dinge tut, dann kann man viel schneller diese Lebensqualität leben. Aber vielleicht, Klaus, zu dir. Was hast du von diesen Dingen selbst erlebt? Von nicht richtig die Ziele gesetzt, Ausreden gehabt, nicht die richtigen Dinge getan, nicht das richtige Zeitkorsett jeden Tag dafür auch zur Verfügung gestellt. Erzähl uns ein bisschen was. Ja, also hallo mal erstmal und danke für die und danke vor allem dir auch, Gerhard, ne? Weil ja du immer wieder die Worte findest für mich. Ja? Und es ist mir sehr passiert, die Zielkarte habe ich ja schon lange drinnen, dass ich Direktor bin. Aber im Dezember ist mir ein Datum draufgeschrieben. Was ich dann natürlich gemacht habe, dann ist auch plötzlich passiert, dass ich viel Consultant habe. Ja? Also auch das ist dann gleich drauf passiert und dann war natürlich das Jänner kein Thema. Also das habe ich schon vorher hingesetzt und dann sind die Consultants auch alle passiert. Alles Teampartner, also die schon dabei waren, aber ist dann aufgetaucht. Nicht? Und natürlich dagegen können. Ja. Also keine Sorge. Es ist kein Crystal Director, ja. Also braucht man sich nur selbst an die Haare nehmen, nicht? Weil es immer Dinge gibt, die man halt immer glaubt, es ist wichtiger. Ja. Können schon wichtig sein, aber wenn ich diese Ziele erreichen will, dann muss ich halt wirklich da jeden Tag tun, dass das passiert. Dann ist zumindest mal bis 24. der 5., ja, der 6. nicht ganz, ja, aber dann in
dieser letzten Woche ist ihm dann der 6. auch passiert und jetzt, ja, also das ist, in 2 Monaten möchte ich exekutiv werden, also die Bilder, nicht? Das habe ich mir schon so vorbereitet gehabt, nicht? Die 5 Cycles habe ich noch nicht, werden jetzt bald kommen, aber das ist gehangen und deshalb habe ich schon mein nächstes Ziel, meine nächste Zielkarte geschrieben. Und das ist wirklich wichtig, also dieses Mindset, was wir hier immer lernen, immer wieder. Und wenn irgendwo was, tut mir sehr gut, wenn irgendwo so, boah, das zieht mich wieder runter, dann denke ich mir einfach, für was ich alles dankbar bin. Was ich schon erreicht habe, was ich alles habe. Und das motiviert dann wieder und dann bist du wieder ganz wieder in einer anderen Energie drinnen und dann geht es wieder weiter. Und es geht nur, also mit dieser Unterstützung wird noch viel möglich sein. Und ich habe gesagt, 2021 und das wird auch so sein. Also Klaus, du wirst sehr, sehr schnell deine 10 Cycling, 20 Cycling haben, weil jetzt sicherlich auch deine Partner da in die Duplikation kommen. Es geht immer schneller. Man sieht, was täglich jetzt passiert, wie viele neue Leute täglich dazukommen, generell im Team. Das ist eben durch die Zusammenarbeit. Aber ich kann mich erinnern, wir haben ja jeden Freitag um 8 Uhr das Gespräch gehabt und das kann ich jedem nur empfehlen. Macht euch einen Fixtermin aus mit euren eigenen Teammitgliedern. Einmal in der Woche ein Sure-Fix. Was haben wir die Woche vor? Was wollen wir erreichen? In jeder Firma, die erfolgreich ist, ist es ganz normal, dass sich das Management mindestens einmal in der Woche oder sogar öfter zusammensetzt für eine Stunde oder 30 Minuten und dann bespricht, was ist die Woche zu tun, damit es weiter bergauf geht? Ich glaube, dass es auch im Sport so ist, dass jeder Top-Tennis-Spieler, jeder Fußballspieler, jeder sich mit dem Trainer, mit seinem Coach zusammensetzt und sagt, was ist die Woche zu tun, dass ich mein Ziel erreiche. Das ist aber, glaube ich, auch ganz wichtig, auch in den Zeiten, wo der Klaus viele Niederlagen hatte, viele Neins, ein Consultant vielleicht sogar weggebrochen ist und nichts passiert ist. War da dieses Gespräch genauso wichtig, Klaus? Jedes Mal, weil eigentlich war ja der 24. Plan und das wäre sehr lang. Dann war aber die Woche, also die letzte Woche dann ein bisschen auch, ja, ein bisschen down auch, nicht? Freitag haben wir wieder unseren Call gehabt und da hast du mich wieder aufgemuntert und am Samstag habe ich es dann geschafft, ne? Also das ist immer wichtig, diese Gespräche immer gut, besonders natürlich, weil ich weiß ja, wie es gehen kann, ja, oder könnte, nicht? Das wissen wir alle durch dich und das ist halt dann immer angenehm. Und das sind immer, man hört zwar immer das Gleiche, ja, aber man macht es ja immer noch nicht ganz perfekt. Ja. Und ganz ehrlich, wir brauchen nicht in Details gehen jetzt, Klaus. Du brauchst nur mit Ja oder Nein antworten. War ich immer nur freundlich zu dir? Nein. Sicher nicht. Ich war nicht mehr freundlich. Ich habe den Klaus ganz, ganz direkt gesagt, du willst Profi sein, du willst wirklich was erreichen und die Woche ist vergangen ohne einen Kontakt, ohne einen Termin, ohne irgendwas. Vergiss dein Ziel oder veränder deine Handlungsweise. Ich habe dem Klaus das so, ich habe ihn vorher gefragt, darf ich direkt sein? Und er hat gesagt, ich bitte dich darum. Und dann habe ich es ihm so gesagt, wie man es denkt. Es hätte ja keinen Sinn gehabt, ihn zu belügen, und ihn, dass er ein Leben lang Consultant bleibt oder Manager. Nein, er wollte höher raus, darum war es so wichtig, so ehrlich wie möglich zu ihm zu sein und zu ihm zu sagen, bevor ich das jetzt sage, treffen wir uns trotzdem nächste Woche Freitag wieder, bevor ich das jetzt sage, wenn ja, dann sage ich das, was ich mir denke. Ich will ja nicht nur Honig um den Mund schmieren, ich glaube, es ist so wichtig, auch in so einer Basis, wo man darauf will, auf den Gipfel, dass man sagt, komm, und jetzt machen wir die Meter. Meine, wenn 5 Leute gemeinsam zusammengehängt auf den Mount Everest gehen, sagen sie auch nicht, naja, bleiben wir ein bisschen da oder irgendwas, da werden auch alle den Drang haben, da nach oben zu wollen, weil sonst der frisst wahrscheinlich oder passieren andere Dinge. Ich glaube, da musst du aufeinander verlassen können. Und
Das hat geklappt. Und der Klaus, in den letzten Monaten, kein einziges Mal in Monaten, wo er mich versetzt hat. Kein einziges Mal. Immer ganz klar. Freitag 8 Uhr, entweder per Zoom, weil Lockdown ist, oder wir haben uns getroffen, weil es gerade möglich war. Und wir haben das durchgezogen. Jetzt geht es weiter nach Executive. Klaus, ganz klares Ziel, 10.000 Euro im Monat Minimum im heurigen Jahr. Dort soll es hingehen. Dort fängt es erst an, lustig zu werden. Und dann soll der Verdiener 20, 30, 40, dann soll er seinen Leuten zeigen, wie es funktioniert, mit der gleichen Vorgangsweise. Einmal der Woche, fix ist schon fix, wo aber nicht nur geplaudert wird, sondern ganz klar, wie viele Termine haben wir, wie viele Kontakte machst du pro Tag? Dann hat er mir erzählt, der Klaus, hier und da ist es schon ein paar Monate her, naja, ich habe halt hab schon ein Gespräch heute und davor irgendwo hin zu jemandem sage ich, na, du musst viel Zeit haben, dass du spazieren fährst und einen Termin machst und sonst, ich weiß nicht, irgendwas den ganzen Tag. Ich glaube, du wirst dein Ziel wirklich, wirklich erreichen. Und er hat gesagt, na, eigentlich hast du recht, aber ich bin halt auch manchmal viel zu gemütlich. Und das hat er verhindert. Er hat dann wirklich gesagt, okay, jetzt verlasse ich meine Komfortzone und mache die Dinge, die mich dorthin bringen, wo ich hin will. Und wie gesagt, hat am Freitag, den 24., wir haben ja wieder Freitag, der 24., war ein Freitag, und er hat gesagt, na ja, es fehlt noch was. Es fehlt noch ein Consultant und ich habe da vielleicht noch einen, und der war es dann gar nicht, derjenige, aber es macht nichts. Es sind alles Leute, die jetzt im Nachhinein nachkommen, damit seine Struktur noch viel attraktiver wird und viel stabiler wird. Es war da ganz eine andere Person. Also es hat sich einfach anderes ergeben. Gesehen, am Vortag hat er noch Mitternacht, glaube ich, irgendjemand eingeschrieben. Also da war wirklich dann, okay, und jetzt bin ich Knopf am Gipfel, jetzt gehe ich da durch. Und ich glaube, so geht es bei jedem Rang. Das geht beim Consultant so zwei direkte. Machen wir das Ding. Oder Manager, zwei Consultant, okay, einen habe ich. Ich habe viele im Team, die haben einen Consultant, aber nicht den zweiten. Warum nicht durchgehen? Auch bei den Consultants selbst, da hat er schon einen auf einer Seite, warum nicht in dieser Woche den zweiten, dass einmal der Consultant entsteht. Wenn ihr eure Leute so begleitet, dann haben die ihren zweiten direkten, dann sind die Consultant. Vielleicht ist das euer zweiter Consultant, ihr seid Manager. Vielleicht ist es aber auch irgendwann euer sechster Consultant und ihr seid Direktor. Oder irgendwann euer zehnter Consultant und ihr seid Executive. Also, was sind die Parameter? Klare Ziele setzen, die wirklich es auch wert sind, zu sagen, ich tue es. Die Zeit in produktiver Zeit nutzen. Das heißt, wenn ich sage, ich habe heute nur eineinhalb Stunden, die eineinhalb Stunden nutzen. Oder überhaupt zu sagen, ich habe heute die eineinhalb Stunden, ich nehme sie mir. Klar, ich muss vielleicht 8 Stunden arbeiten, 7 Stunden schlafen, da sind schon 15 Stunden weg. Nur da bleiben 9 Stunden über auf die 24 Stunden. 9 Stunden. Die kann ich natürlich in der Badewanne verbringen, die kann ich vor dem Fernseher verbringen, die kann ich überall verbringen. Oder ich kann Millionär werden. Oder wenn ich nicht Millionär werden will, zumindest auf die 5.000 bis 10.000 im Monat kommen. Aber 9 Stunden, die nach Schlafen und einem vollen Arbeitstag dann noch überbleiben, das ist echt viel an Zeit. Und da könnt ihr euch überlegen, was passiert mit diesen 9 Stunden? Der Sacke schreibt, welche Handlungsweise hast du konkret geändert, Klaus, um dein Ziel zu erreichen? Was hast du verändert? Ich habe mehr mit dem Team. Also ich habe jetzt eigentlich, weil ja die Consultants war ja schon da, aber es war halt dort einmal ein Consultant, dann einmal zwei Consultant. Waren 3 Consultant, dann waren die wieder weg. Ja. Und da habe ich dann intensiver mal mit denen gearbeitet, dass die stabilisiert sind, habe auch unterstützt, dass die dann eine Person einschreiben, die regelmäßig also Bestellungen abgeben. Und dann wirklich Ende Dezember waren es auf einmal 4, ja, von allen. Ja. Und schön alles funktioniert und der 5. ist auch wieder durch Mithilfe passiert, nicht? Und der 6. dann jetzt auch alle hier im Gange, nicht? Und ein 7. ist auch schon, da schauen wir mal. Aber ich brauche noch ein paar und jetzt gehe ich habe bis jetzt alles auf einer Seite gemacht, auf meiner schwachen Seite. Und jetzt geht es hinüber auf die starke Seite.
Seite entstehen. Einer läuft ja dort, vorbereitet, und aber ist egal. Wie gesagt, ich habe viel die Leute ein, also wo ich, wenn du wirklich was tust und immer die Schritte tust, die Leute, dann fällst du, den könnte ich anrufen, den. Und sowohl Kaltakquise natürlich als auch die eigenen Leute, ich habe dort den Hoianen schon mal geredet, so wie ich es heute wieder gemacht habe, der hat schon mal Produkte, habe ich ihm gegeben und habe gesagt, wir müssen über das Geschäft mit dir zusammensetzen, wann hast du Zeit. Ne? Und so passiert es dann immer. Öfters tun, sonst komme ich dort nicht hin, wo ich hin will. Klaus, noch eine Frage wurde gestellt, ich bin ja froh, wenn Fragen kommen. Wie viel von deinen, also generell, machst du Kaltkontakte oder fragen wir mal so, wie viel von deinen direkten Consultants von den 6 sind Leute, die du schon vorher gekannt hattest? Also die 6 sind im Prinzip alle meine Leute. Ja. Hattest du vorher auch? Die ich alle schon vorher gekannt habe. Die bis jetzt, diese 6 sind jetzt also alles eigene. Wie lange habe ich dich genervt? Mach bitte deine 100er-Liste und ruf mal alle Leute an, die du im Telefon hast, dass die zumindest wissen, was du tust. Ich glaube, wochenlang habe ich die da immer wieder ein bisschen genervt, oder? Du hast mich dann eigentlich immer in ein schlechtes Gewissen verfrachtet. Sehr oft, ja. Aber es waren die Richtigen dabei. Sie fallen einem ein. Ja. Und es ist so, dass wenn du anfängst zum Aufschreiben, es muss ja nicht alles in einer Stunde passieren. Ja? Schreib auf, leg's hin und sie wird mehr. Automatisch mehr. Es fallen dir die Leute einfach immer ein, wenn du immer die ein bisschen bewegst, so wie wir alle wissen, wir kennen alle diese Sprüche, aber diese Sprüche haben ja was Wahres dran. Nicht? In eines Erfolgs ist der erste Schritt. Ja? Und es ist so. Wenn man jeden Tag tut, dann können wir den Berg besteigen, dann gehen wir eher in die Gleitphase dann. Ne? Nächste Frage, Klaus. Gehst du mehr auf Kunden oder mehr auf Partner? Oder worüber sprichst du? Es kommt auf, also ich habe jetzt den einen geholfen, da ist definitiv als Kunde, ist ein älterer, einfach Unterstützung braucht, da gibst du mal ein Pflaster mit und die haben da oft Wirkung, muss ich sagen, weil die wirklich schnell wirken. Und, aber wo ich direkt hingehe, da gehe ich natürlich aufs Geschäft hin. Ja, das haben wir auch sehr oft. Aber ich nehme Kunden auch mit und wir haben viele Gespräche gehabt, der Klaus und ich, auch, wo er auch zu mir gesagt hat, warum hast du so viele? Weil du hast da, weiß nicht, 25 Consultants oder höher in deinem Team, du brauchst eh nur 10. Du hast so viele drinnen. Da habe ich gesagt, ja, weil ich den Leuten helfe, auch eine Vision zu haben und Geld zu verdienen. Weil jeder, der Geld verdient, der kann sich die Produkte viel leichter leisten, als wenn er sagt, gib bei mir 200, 300 jedes Monat aus. Wenn die Person einmal 200, 300 verdient im Monat, und er gibt das auch aus in die Produkte, dann hat er kein Minus. Dann hat er die Produkte gratis und hat das Geld verdient für die Produkte. Darum ja, sind wir sehr stark verbunden auch mit dem Businessweg. Und ich glaube, auch in Klaus, seine Leute sind froh, wenn die mehr Geld verdienen in Zukunft. Da sind sicher einige dabei, die gerne Geld verdienen. Wie siehst du das, Klaus? Ja. Man muss ihnen, ich habe es ja oft auch gesagt, ich sage so auch meinen Leuten immer, gib ihnen die Chance, Nein zu sagen. Ne? Ich finde, wenn ich nicht mit ihnen spreche. Ja? Und natürlich manchmal den, oder man tut es immer auf einen so zu fixieren. Na, dann mal wieder anrufen, wenn der nicht erreichbar ist oder sich nicht meldet. Einfach weiter. Man darf sich nicht zu sehr auf einen fixieren. Das habe ich natürlich auch immer da, der wöhnet und wöhnet. Na, wenn er noch nicht bereit ist, dann mehr zu haben und dann ist es leichter, weil dann stört dich eine Person jetzt nicht unbedingt. Ja. Und Tagesablauf habe ich gesehen, kurz, dass ich es ja
fast hauptberuflich mache. Ein bisschen was anderes tue ich auch noch, aber eher. Natürlich gibt es, ich stehe eigentlich zwischen 7 Uhr auf, ja. Je nachdem, wie ich gerade leicht tue, aufzustehen. Nicht? Und natürlich, also vor 12 komme ich selten ins Bett. Aber natürlich, Meditation ist immer ein Thema, sehr wichtig. Danke, meinen Zettel schreiben, nicht? Also da habe ich so ein Buch, habe ich jetzt bei der Hand. Für jeden Tag eine Seite, für was ich dankbar bin. Ja. Weil das ist immer wichtig, das auch motiviert dann immer wieder, wenn es schon erreicht und das habe ich schon alles, das habe ich eh alles. Ja. Und ich habe mir das noch gemacht mit der linken Hand. Auch ich will meine Millionen und es wird immer besser. Ja. Also es 3 Zeilen schreibe ich diesen Satz und natürlich habe ich dann, was mir einfällt, das schreibe ich auf, mache natürlich auch Social Media, ich noch mehr tun, ja, weil das hört man auch GoPro oder so, ist ein großes Thema und für Leute, die Probleme haben mit dem Ansprechen, nur sagen, probiert es über Social Media, wenn ihr euch da immer eine Hemmung habt. Auch Leute, die nur über Social Media wirklich erfolgreich geworden sind. Und dort soll man aber natürlich auch reden vor der Kamera. Ja, das, und das hilft dann wieder auch eigentlich, die Gespräche zu führen. Ja. Und ich mache jeden Sonntag am Abend auf Instagram immer live mit Leo. Ich da, nicht mit unserem Stuttgarter. Und das ist recht angenehm. 21, ich bin ein bisschen erfahrener. Und Inspiration, er zieht die Jüngeren an, ich habe meine Leute und er lernt reden. Und das ist halt auch learning by doing. Nicht? Und das ist einfach alles und schauen, Termine zu bekommen. Da könnte noch mehr gehen. Und das, wenn man mal in den Flow drinnen reinkommt, dann wird es passieren, ja. Und ich hab, also einen, der sagt, ist egal, geh mit dem, fang an zu reden, wenn du sagst, Produkte eher, die Produkte, weil dem auch das Pflaster so gut getan hat. Dann fang halt mit dem Pflaster einfach an. Dafür, dann kriegst du mal Kunden und dann kannst du später über das Geschäft reden. Nicht? Aber auch nur mal hineinzukommen und das Reden, es geht nur, man wird sicherer. Ich merke es ja auch vor der Kamera. Klaas, da steht auch, was ist für dich so die größte Komfortzone? Da möchte ich aber noch eine Frage dazu hängen, auch weil wir ja sehr viel Kontakt miteinander haben. Wie ist dir so gegangen mit meinen Fragen immer wieder, weil ich wusste, was du ein großes Ziel du hast, wie du gesagt hast, naja, ich habe die Woche 2 oder 3 Termine. War das für dich schmerzhaft oder war das so raus aus der Komfortzone? So, da gehört das Gefühl, so kommt man nicht wirklich ans Ziel. Wie hast dich du dabei gefühlt? Ich bin mir schlechtes Gewissen gehabt. Einfach was anderes geplant habe. Ja, und dann muss ich, nicht müssen, ja, ist auch so ein Wort, das ich versuche wegzulassen. Wenn ich halt das erreichen möchte, dann soll ich halt die gewissen Dinge tun, nicht? Und es ist immer, es geht immer noch. Und wenn man jeden Tag 1% besser wird, ich höre sehr viel, auch Bob Proctor's, kann ich nur immer sagen, schaut, das meditiert, Mindset, Affirmation, haben wir es schon auch selbst aufgesprochen, das ist eigentlich das, was uns im Weg steht, eigenes Hirn, wenn man nicht selbst an sich glaubt, ja, und da gibt es immer wieder, wenn ich so eine Situation, weil ich ja auch das Finanzielle
Finanzielle dazu. Das hat mich auch manchmal hinuntergezogen, wenn es dann zu wenig Verdienst hast, die Fixkosten zu hoch sind. Da gibt es einen lieben Spruch, habe ich gehört, nicht? Wenn du Rechnungen zahlst, liebes Geld, dass du bei mir warst, ich schicke dich auf Reisen und komme mit vielen Freunden wieder zurück. Um alles ein bisschen lustiger zu machen und alles, was ich lerne, das will ich natürlich auch weitergeben. Ja. Ich habe es auch investiert, aber es ist wichtig. Investiere in, ja, und auch die Selbstliebe, das heißt, wie du dich respektvoll behandelst. Wenn du dich nicht behandelst, dann kannst du auch die anderen Leute, oder dann kannst du nicht erwarten, dass sie dich mit Respekt behandeln. Auch da, ich weiß jetzt nicht, der heißt Huna, Lula, da steht und sagt einfach, ich liebe dich, es tut mir leid, bitte verzeih mir, danke. Sind öfter sagen und ihr werdet sehen, was da mit euch passiert. Ich habe das bei einer Freundin probiert, das nicht. Die konnte sich nicht vor dem Spiegel stellen und sagen, ich liebe dich. Und ich lerne natürlich auch, das alles weglassen. Zu bewerten manches, wenn es irgendwas Situation hast, wo es Diskussionen gibt. Es ist meistens die andere Person hat das Problem. Ja? Egal um was es geht, und das lerne ich alles, also ist faszinierend, und das ist ja das Besondere auch hier, die Selbstentwicklung. Ich habe es halt leider sehr spät kennengelernt, aber es ist nie zu spät. Weil die Hälfte meines Daseins erreicht, also ich habe noch viel vor. Ja, wir haben das Thema heute, was hält oder lenkt dich von deinen Zielen ab? Es sind viele wahrscheinlich hier, die noch nicht die Ziele erreicht haben oder vielleicht auch noch nicht ganz am Weg sind. Was für einen Tipp würdest du den Leuten geben, was du bei dir am meisten umgestellt hast, um jetzt diesen Erfolgsweg zu haben? Das meiste kontinuierliche Arbeit. Dass du jeden Tag das Richtige tust, je nachdem wie viel, aber damit du mal in Gang kommst, damit du in diese Gewohnheit hineinputzen, nimm dir jeden Tag eine halbe Stunde Zeit oder Stunde oder auch mehr, aber mich und mach es so, dass du dann nur für das Zeit hast und sonst nichts. Ich glaube, es kennt jeder, eine Arbeit zu tun, wenn ich wirklich eine Stunde mich aufhängen kann oder eine halbe Stunde, du schaffst mehr, wie wenn du 4 Stunden irgendwo abgelenkt wirst. Ja? Und das ist sicher eine Sache, dass es zur Gewohnheit wird. Dass es zur Gewohnheit wird, jeden Paketdienst Mitarbeiter an. Ja? Und ja, ob er etwas verändern möchte oder ob er ein bisschen zufrieden ist mit seinem Job. Einfach ausprobieren. Und wenn man es öfters macht, dann wird es auch einem nicht mehr unangenehm. Ne? Dann steht man sich selber nicht im Weg. Mehr wie du so sagen kannst, na, passt eh alles. Oder er versteht dich gar nicht, passiert. Aber und so Situationen, hört euch oben, das Umfeld, es passieren Situationen einfach. Und dann kann man diese Situation nutzen. Du hast ein paar Sachen angesprochen, Tools. Ja, ich kann es nur in die Gruppe halten. Klaus hat gesprochen von einer Zielkarte. Komischerweise hat es aber Proctor, Linda Proctor, viele von euch, viele von eurem Team, viele aus dem Team, schreibt da wirklich Sachen drauf, wo ihr Gänsehaut bekommt, wo ihr sagt, okay, da ist ein Ziel drauf, was ihr wirklich, wirklich wollt. Das aber so attraktiv ist, dass ihr sagt, und dafür mache ich diese 1,5 Stunden oder 2 Stunden oder wie viel Zeit ihr von diesen Stunden, die ihr am Tag zur Verfügung habt, von den 24 Stunden, die ihr investieren wollt. Nehmt einfach diese Zielkarte her, schreibt die Sachen drauf, die euch wirklich, wirklich, wirklich wichtig sind. Und ihr werdet sehen, dass wenn jemand hauptberuflich ist und 7 Stunden schlaft und 8 Stunden arbeitet, dass von den restlichen 9 Stunden am Tag wahrscheinlich nicht nur 1-2 Stunden, sondern deutlich mehr investiert wird, und ihr werdet ganz schnell
auch Manager, Direktor, Executive oder höher werden. Zweite, dass ihr seht, nicht nur Klaus und ich machen das. Ich habe das gelernt von der Linda Proctor. Linda Proctor hat gesagt, sei dankbar, schreib die Sachen auf, die du willst und schreib es mit der linken Hand. Der Klaus irgendwann einmal bei mir da, hey, was machst du da? Ich schreibe meine Ziele mit der linken Hand auf, sagt er, das mache ich jetzt auch. Das heißt, dupliziert Dinge, die etwas verändern. Ich glaube, das ist auch witzig, wenn viele Leute auf Gewohnheiten kommen, die einfach im Endeffekt zum Erfolg führen. Klaus hat sein Buch, ich kenne so viele, die ein Buch haben. Ich habe das irgendwann auch bei Bob Proctor gesagt, der hat auch sein Buch. Das wird einen Sinn haben. Schreibt euch positive Dinge auf. Jeden Tag beim Schlafen gehen, vielleicht im Bett, nicht nur über Probleme nachdenken, sondern im Bett einmal von, in ein Buch reinschreiben, jeden Tag zwei, drei Dinge, für die du von diesem Tag dankbar bist. Es gibt jeden Tag Dinge, für die man dankbar sein kann. Denkt einmal wirklich nach, seid in der Dankbarkeit, die der Klaus auch erwähnt hat, und es wird verändern, dass Dinge passieren. Das Lustige ist, dass der Klaus, ich habe das auch hier aufgeschrieben, zwei Dinge habe ich mir aufgeschrieben. Das Erste, was er gesagt hat, ich habe mir eine Zielkarte gesetzt, also geschrieben, und kein Datum drauf. Es ist so, wenn du da irgendwas beim Universalversand bestellst und sagst, völlig wurscht, ob das in 10 Jahren kommt. Nein, ich glaube, das ist nicht egal. Dann kriegst du jetzt den Kassettenrekorder, den du da vor 30 Jahren bestellt hast. Aber es gibt keine Kassetten mehr. Also, ich glaube, dass es ganz gut ist. Schreibt so Daten drauf, geht in die Energie damit. Und was noch super ist, was er jetzt zwei, drei Mal gesagt hat, mir sind Consultants passiert. Wie schön ist es, wenn es so in der Energie vorangeht, dass du sagst, liebes Universum, ich bin mit jedem begeistert und zufrieden, der mit mir da mitgehen will, dass mein Team immer größer wird, und dann sind ihm Leute passiert. Und die meisten trotzdem, oder so gut wie alle, aus dem Bekanntenkreis, die meisten sagen, die ich so kenne, ah ja, den Bekanntenkreis lasse ich am Anfang aus. Super. Warum? Ich kenne Leute, die reden ihre Bekannten nicht an und die werden von anderen Leuten bei Isagenix dann einschreiben. Also ist ja auch blöd. Besser sie wissen es und schreiben sich vielleicht jetzt nicht ein, aber wenn sie sich einschreiben, dann wenigstens bei euch. Und Bekannte auch ganz gut. Ich habe, der Klaus weiß das, irgendwann vor 2, 3 Jahren jemand angesprochen, der ein Leopoldsdorf-Unternehmen hat, auch aus der Campingbranche, und der hat damals gesagt, na, ich weiß nicht so recht, nein. Der Klaus hat seine Tochter eingeschrieben und dann den Papa drunter. Also irgendwann kommen die Leute dann schon ins Team. Ich glaube, das ist so gewesen, oder Klaus? Ja. Ja. Und da ist eben die Bekannten das Angenehmere vielleicht, weil es ja doch um Vertrauen auch geht. Die kennen dich. Und auch hier ist es natürlich die Unterstützung auch angeboten, habe und Herbert. Und weil sie ist ja Consultant, ist sie schon. Und habe gesagt, auch weitergeben. Nicht? Also über einen Arbeitskollegen von ihr, halt, der ist drinnen, nicht? Und der Vater, ihre Consultant-Status, ja. Und jetzt will ich einfach mehr, machen wir einen Call oder was am Abend, lad Leute ein, dass man mal drüber reden. Weil ja viele, man ist einfach am Anfang unsicherer und da macht man halt nicht diese Begeisterung so hinüber zu dem anderen. Und da tue ich mir dann natürlich schon mal was erreicht hast, dann geht es halt ein bisschen leichter. Ja. Also zum Abschluss noch so einen Tipp, wo du sagst, der hat dich am meisten gestärkt, Klaus. Irgendein Tipp vielleicht an die Leute, die sich im Nachhinein anhören oder jetzt auch hier dabei sind, wo du sagst, das hat dir am meisten gebracht oder das war einer der Mitgründe, warum du jetzt Direktor geworden bist. Wo wir die große Vision haben. Nicht? Also da habe ich einen im Team gestellt voriges Jahr. Der ist auch jetzt schon ein Jahr dabei, hat am Anfang mal probiert und dann hat er einfach gesagt, du, ich habe da eine Idee mit Vereinen. Ja? Dann sind wir da rangegangen und so ist halt er auch sein, da muss ich sagen, der macht das eh alleine. Also der ist der Einzige, der bis jetzt, so da zwei habe ich, die wirklich alleine das von sich aus gemacht schafft, auch mit ein wenig Unterstützung, aber großteils muss ich sagen, alleine.
wenn dann, und die anderen sind halt dann durch auch diese Idee, habe ich gesagt, du stehst, positionieren und so. Und da entsteht das natürlich, weil die dann auch sehen, hier mit zu verdienen und gleichzeitig was Gutes für sich. Ne? Und viele sagen, ja, okay, bei, und auch wenn es nur am Anfang als Kunde dabei sind, ne, das tut jedem gut. Ich glaube, was angenehm ist, passiert meine... halt dann einfach. Entschuldigung. Ich glaube, was man da auch raushört, vielleicht für alle interessant ist, du hast natürlich auch welche registriert, die waren inaktive, immer wieder hören, ah, das sind meine Leute mal inaktiv. Ja, der Klaus hat etliche Inaktive, aber auch Aktive und nicht nur Aktive, er hat auch Selbstläufer, die super Ideen haben. Ich will jetzt da keinen Namen nennen, aber diejenigen wissen es, die beim Klaus selbst dabei sind, die Ideen haben, wie kommen sie bei Firmen rein, die Ideen haben, wie machen sie eigene Webpage, die immer Ideen haben, weil sie wissen, das Ding wird irgendwann ganz, ganz groß. Und wenn du genug Leute ins Team bringst, dann hast du irgendwann die Selbstläufer, wo du nicht betteln musst, dass die Consultant werden, sondern die gehen ihren Weg und die haben Ideen und bei denen wird es irgendwann sowas von krachen auch im Team, weil sie eine Vision haben und weil sie sagen, ich ziehe das Ding durch und die Ernte kommt bestimmt. Ja, sowas passiert dann. Du Klaus, Dankeschön, dass wir dich da auch jetzt so interviewen durften und über dich einmal das ganze Gespräch heute gegangen ist. Das finde ich super. Danke für die Zusammenarbeit. Wir haben echt viel Spaß. Wir sind manchmal auch ernster und manchmal noch viel lustiger und alles ist alles dabei. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ich glaube, dass jeder was rausnehmen konnte aus diesem Gespräch. Ich sage euch Dankeschön, dass ihr heute dabei wart.